Stimmt's, dass die Zukunft in der Region stattfindet? Stimmt's, dass die Zukunft schon längst in Stuttgart angekommen ist? Die Digital X Southwest behauptet, dass die Digitalisierung und die Zukunft schon lange hier in Stuttgart stattfindet. Die Digital X ist eine bundesweite Digitalisierungsinitiative, angetrieben von der Deutschen Telekom. Bei ihrer zweiten Station Anfang Mai in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, hier in Stuttgart, gab es sogenannte Breakout-Sessions und Keynotes von namhaften Speakern wie Thomas Strobel, Wladimir Klitschko, Kakao sowie der geballten Fachkompetenz des Telekommunikationsriesen. Es geht eigentlich darum, einen Event zu gestalten, wo wir kleine Unternehmen, mittelständische, aber auch Großkonzerne zusammenbringen. Weil das Problem bei Digitalisierung ist, das klingt für viele so abstrakt. Und viele Unternehmer, gerade kleinere, haben auch Angst, weil sie nicht genau wissen, was steht eigentlich da dahinter, hinter digitaler Transformation. Und unsere Überzeugung ist, ganz viele Beispiele zu zeigen. Nicht von Produkten, sondern von Unternehmern aller Größenklassen, die erzählen, wie haben sie eigentlich digitalisiert. Und das haben wir heute auf dieser Veranstaltung. In der Area sind ganz viele Startups aus der Region und auch aus Stuttgart. Und wir schauen jetzt mal, wer genau. Einige dieser mitunter jungen Unternehmen zeigen hier ihre digitalen Innovationen im messeähnlichen Bereich in der Wagenhalle. Wir wollen sicherstellen, dass Mitarbeiter im gesamten Unternehmen kommunizieren können. Das Ganze soll digital passieren. Wir kommen aus Stuttgart, wurden in Stuttgart entwickelt und haben auch viele große Kunden hier in Stuttgart. Du bist von Samsung hier in Stuttgart. Ja. Warum? Warum bringst du uns diesen Monitor hierher? Ist das Zukunft? Das ist Zukunft, zumindest für die Gaming-Branche oder für die Gamer. Hier haben wir im Endeffekt den Samsung Curved-Monitor in der Gaming-Ausführung an diesem Stuhl, der nicht selber von Samsung ist, sondern von einer anderen Drittfirma aufgehangen. Und hier kann man im Endeffekt erleben, was es heißt, auf einem 49-Zoll Gaming-Monitor zu zocken. Okay, da müssen wir nicht lange drüber reden. Ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Genug gezockt. Ich habe es auf den ersten Platz geschafft, aber das Rennen ist noch nicht zu Ende. Ich kenne das Spiel von zu Hause. Es ist jetzt ein bisschen übersichtlicher. Ich kann da oben und da oben was sehen. Was ist Lightshape? Lightshape ist ein kleines Stuttgarter Unternehmen. Wir kommen von CGI-Produktion her eigentlich historisch. Uns gibt es seit 2007. Wir haben ein VR-System entwickelt, das es ermöglicht, mit sehr vielen Leuten und auf sehr großen Räumen gleichzeitig in VR zu sein. Wird momentan hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt für Design-Reviews, um einfach Prototypen virtuell zu begutachten, um sie nicht bauen zu müssen. Während ich mich bei meiner virtuellen Begegnung mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft etwas verliere, sind auf der Bühne die regionalen Awards der Digital Champions verliehen worden. Vier Unternehmen aus dem Südwesten wurden für ihre digitale Transformation ausgezeichnet. Eines davon kann bei der Digital X in Köln dann zum Best Regional Champion gekürt werden. Ausgezeichnet werden zukunftsträchtige Unternehmen, die in Sachen Digitalisierung Vorreiterrollen einnehmen. Ah, ich kann hier aber rumspringen. Genau, das ist ein Teleport. Ah, ich kann mich teleportieren? Genau, ja. Wir sind in der Zukunft angekommen. Nachdem ich aus der virtuellen Welt zurückgefunden habe, treffen wir auf einen besonders spannenden Speaker. Wladimir Klitschko, der Boxweltmeister, lehrt mittlerweile an der Uni St. Gallen in der Schweiz und kann aus eigener Erfahrung berichten, was eine Transformation der eigenen Karriere wie auch die digitale Transformation eines Unternehmens bedeuten kann. Während meine erste Karriere, was die sportliche Karriere war, fast 30 Jahre lang, ich habe mich für die Karriere danach vorbereitet. Ich will nur sagen, die Prinzipien, die Methode Face the Challenge. Es sind vier Buchstaben, Face. In Englisch heißt Face, auf Deutsch heißt es Gesicht. Zeig Gesicht, eine Herausforderung und nicht den Rücken. Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer haben mich 30 Jahre lang begleitet und erfolgreich begleitet in den Sport. Und genau die gleichen Prinzipien sind wichtig für Executives bei der Deutschen Telekom, für Politiker, für Wissenschaftler, für Journalisten, für jedermann, der sich mit einem Thema beschäftigt hat. Also ich würde sagen, es stimmt, dass die Zukunft hier in der Region schon ein wenig angekommen ist.